Die Position von Fußnoten lässt sich via Drag and Drop festlegen. Ich zeige das mal, schiebe die Fußnote an diese Stelle. Wir sehen, die Formatierung wird automatisch angepasst. Hier war es noch die Formatvorlage der Überschrift, hier ist der Standardtext. Die Position lässt sich natürlich auch mit Ausschneiden und Einfügen verändern. Jetzt geht es noch darum, wie kann ich den Fußnotentext formatieren. Ich habe doppelt darauf geklickt und bin jetzt am Ende der ersten Seite, wo die beiden Fußnoten stehen. Wenn ich den Text ändern möchte, andere Schriftart, andere Schriftfarbe, dann geht das am besten über eine Formatvorlage. Ich habe die rechte Maustaste gedrückt, wähle hier Formatvorlage und da habe ich hier die Möglichkeit, alles Mögliche zu ändern. Ich klicke hier auf die Schaltfläche Ändern. Da kann man kursiv machen. Aber ich ändere mal die Farbe, das ist am auffälligsten. Nehmen wir mal ein dunkleres Grün und klicke dann auf OK. Und wenn ich auf Übernehmen klicke, dann sehen wir, dann ist das hier nicht nur für diese Stelle, wo die Wikipedia-Enzyklopädie in der Fußnote genannt wird, sondern auch für die andere Fußnote der Fall. Die Endnoten werden genauso formatiert. Das ist im Augenblick noch nicht angeglichen, aber mit der rechten Maustaste kann ich auf die Formatvorlage gehen. Da ist im Augenblick die Formatvorlage Endnotentext gewählt. Aber ich kann natürlich auch den Fußnotentext nehmen. Da ist er. Wenn ich da auf Übernehmen klicke, dann sehen wir, ist das gleiche Grün ausgewählt. Grundsätzlich kann man natürlich auch Fuß- und Endnoten ineinander umwandeln. Wenn ich hier die rechte Maustaste drücke und klicke auf In Fußnoten umwandeln, dann taucht der Theodor Mommsen jetzt am Ende der ersten Seite auf. Das geht natürlich auch umgekehrt. Wenn ich die rechte Maustaste auf eine der Fußnoten klicke, kann ich das auch in Endnoten umwandeln.